Willkommen zu einem neuen How-to-Cosplay-Video. Heute zeige ich euch, wie man auf eBay Perücken bestellt. Manche Leute wissen das nicht und wissen nicht, worauf sie schauen sollen und sind dann meistens ziemlich enttäuscht, wenn sie etwas bekommen, was sie nicht haben wollen. Und ich zeige euch jetzt, was ihr tun könnt, damit das nicht passiert. Also, wenn ihr eine Perücke gefunden habt auf eBay, die euch gut gefällt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr nicht nur auf den Preis schaut, der hier ziemlich niedrig ist, sondern dass ihr euch ganz wichtig die Beschreibung anschaut. Also nicht nur Bilder, sondern auch ganz, ganz wichtig Beschreibung. Und besonders, aus was ist die Perücke? Meistens steht das oben nur ganz grob und unter den ganzen Bildern steht da meistens nochmal ganz genau, aus was die Perücke jetzt wirklich ist. Wenn steht japanische Synthetikfaser oder Kone Colon, dann ist es ein meistens sehr gutes Material. Es stimmt natürlich nicht immer, aber meistens ist es doch so. Es steht auch immer dabei, dass ihr die Perücke zum Beispiel glätten könnt oder so, was ich euch aber nicht empfehlen möchte. Am besten, ihr bestellt die Perücke gleich so, wie ihr sie haben wollt. Und nicht mit Wellen, die ihr dann rausglättet, weil wenn man das erste Mal macht, dann funktioniert es meistens nicht so, wie man möchte. Es ist dann auch wichtig, dass ihr euch den Verkäufer gut anschaut, bevor ihr eine Perücke bestellt. Ich habe bei diesem Verkäufer schon sehr oft bestellt und weiß, dass er ein guter Verkäufer ist. Aber wenn man es nicht weiß, ist es immer am besten, wenn man sich hier drüben erkundigt. Da klickt man zuerst mal auf den Namen des Verkäufers, kann sich hier die Rate anschauen, wie viel Prozent positiv und wie viel Feedback hat er bekommen. Das ist immer sehr wichtig. Alles, was über 90% ist, ist normalerweise eigentlich ein immer sehr, sehr guter Verkäufer. Ihr könnt euch noch, wenn ihr euch nicht wirklich sicher seid, hier oben auf die Kommentare gehen. Und dann könnt ihr euch die Feedback-Kommentare auch durchlesen. Ihr habt es hier auch noch einmal hier, damit ihr sie anklicken könnt. Ihr könnt jetzt sagen, ich will jetzt mal nur die negativen lesen. Da haben wir dieses Monat haben wir 4. Und wenn man sich die Kommentare durchliest, sieht man auch, dass es genau einmal um eine Perücke geht. Das ist dieses hier, wo das Problem auch gelöst worden ist. Dann kann man sich natürlich noch auch die neutralen durchlesen und dann eben auch die positiven. Was ich auch öfter mache, wenn ich unschlüssig bin, ob ich jetzt bei diesem Verkäufer bestellen soll, ich suche mir einen Käufer bei den positiven Kommentaren raus, klicke den an und schreibe ihm eine Nachricht, wie die Perücke jetzt genau war und wie lange das gedauert hat, bis sie hier war, ob das wirklich so war wie angegeben oder nicht. Und dann suche ich mir einen bei den Negativen raus und frage, was jetzt da nicht funktioniert hat bei der Perücke. Weil meistens reicht der Platz nicht, um zu schreiben, was los war. Und ob das dann später geklärt worden ist oder nicht. Und das ist dann immer ganz praktisch. Wenn ihr euch das alles angeschaut habt und ihr meint, dass der Verkäufer gut ist, dann geht ihr auf Buy It Now. Also ich habe mein eBay auf Englisch, ich weiß nicht, wie ihr das habt. Und dann kommt dieses riesige Teil, wo halt alles draufsteht. Da könnt ihr auch nochmal Express Shipping nehmen. Aber ich bin für Free Shipping, ich habe Zeit, ich brauche diese Perücke nicht gleich, also bleibe ich bei der normalen Shipping. Dann geht's weiter zum PayPal-Account. Kennt sich hier jeder ganz normal aus. Und dann ist der Verkauf auch schon abgeschlossen. Es ist eigentlich überhaupt keine große Hexerei. Ihr könnt den Verkäufer auch immer benachrichtigen. Sollte bei euch irgendetwas nicht funktionieren. Und ja, mehr ist da eigentlich nicht dabei. Also braucht ihr eigentlich keine
Bedenken haben, wenn ihr etwas bei eBay bestellt. Wenn ihr mit PayPal bezahlt, könnt ihr auch immer alles zurückverlangen, das ganze Geld, innerhalb von 5 Monaten, glaube ich sogar. Früher waren es nur 3, ich glaube, jetzt sind es nur 5 hochgegangen. Und ihr könnt auch bei PayPal anrufen. Es ist jetzt die Hotline kostenlos, das heißt, euch treffen keine Kosten, weil ihr jetzt nach Deutschland telefoniert. Und könnt immer nachfragen und sagen, hey, was ist mit meinem Geld, warum kann ich mir das jetzt nicht zurückholen, können Sie das bitte für mich erledigen, etc. pp. Also man braucht da eigentlich bei eBay heutzutage Gott sei Dank keine Angst mehr haben. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr ist es nicht. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei, euch eure Verrückten zu bestellen und es haut alles hin.